glaube, dass du dabei ein paar wertvolle Lektionen gelernt hast. Das sehen Sie völlig richtig, Pater. Das wäre nett, aber ich rechne nicht damit. Der Weg, den sie gewählt hat, war der Weg, den sie liebte. Und darüber sollten wir uns freuen, nicht trauern. Allerdings sorge ich mich um von Kreu. Er wird von Dämonen fast zum Wahnsinn getrieben, tief in seinem Inneren, um endlich ihre letzte Ruhestätte zu finden. Er wird selbst nicht rasten noch ruhen, bis diese Aufgabe erfüllt ist. Ah, das berüchtigte Trophäenzimmer. Und Sie, lieber Winston, machen nun sicher die erforderlichen akrobatischen Kunststückchen, damit wir da reinkommen, ja? Miss Croft genoss ihre kleinen Spielchen sehr. Und hier ist es, Gentlemen. Das Artefakt, das zu der Feindschaft zwischen Miss Croft und von Kreu führte. Und damit letztendlich zu dieser schrecklichen Situation. Okay, Schönheit. Aus deinem Schweigen schließe ich mal, dass du in Position bist. Direkt vor dem Werk der von Kreu Industries, richtig? Mit unserer kleinen Trophäe darin, der Iris. Bestätigt. Also, das ist doch deine Stärke, oder? Zeit, das Dach zu wechseln. Das Dach wechseln. Das sagt sich leicht vom Erdgeschoss aus, oder? Klappe zu und keine Sprüche, sonst schickt Sipp dich in die Küche. Los, Mädel, Abflug. Schön weg. Lara? Bist du da, Lara? Wenn man sich mit diesen verrückten Britentossis einlässt. Hörst du mich? Britentossi. Ah, Mann, das war ein Knall. Was zum Henker ist passiert? Vergiss es, Yankee Fatzke. Ich geh jetzt rein.